Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch wieder zwei verschiedene Abzocker mitgebracht. Die erste, ist die Seriosität gleich am Anfang klar. Und die zweite, die versucht es erstmal auf Englisch und leitet mich dann weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Ja, hallo, Herr Stein? Ja. Dieter Müller ist im Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Jojo. Und? Ja. Herr Stein, ich rufe Sie wegen der Rückfragen auf die Finanzinformationen. Können Sie sich erinnern? Was habe ich denn da für Fragen gehabt? Also ich bin mir sehr sicher, Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, oder? Oder Online-Trading. Ja. Es freut mich sehr. Herr Stein, hoffentlich sind Sie auch momentan zu Hause. Okay. Also ich möchte gerne wissen, was für Erfahrungen haben Sie bis jetzt? Eine gute oder so schlechte Erfahrung? Ja, meistens rufen wir hier nur Betrüger an. Jetzt weiterleiten! Nach zwei Minuten noch einmal anrufen, okay? Warum? Warten Sie kurz, weil ich habe ein Problem mit meinem Apparat. Aha. Genau, die Tante hat Probleme mit ihrem Apparat. Naja. Es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass der Typ da gerade im Hintergrund angefangen hat rumzuschreien und irgendjemanden zu beleidigen. Naja. Aber sie bestätigt mir das gleich sogar noch witzigerweise. Okay, sehr gut, Herr Stein. Ich bin mir sicher, Sie können sich mich besser hören, ja? Ja, gerade eben hat ja der Mann da im Hintergrund jemanden beleidigt, ja. Ja, Sie haben das auch gehört. Okay, Herr Stein, ich hatte ein Problem mit meiner Fahrrad, deswegen. Achso, also, ich dachte, Sie haben aufgelegt, weil der neben Ihnen so rumgepöbelt hat. Können Sie das wiederholen, bitte? Ich dachte, Sie haben aufgelegt, weil der neben Ihnen gerade so laut rumgepöbelt hat. Okay, Herr Stein, Sie haben eigentlich recht, ehrlich zu sein. Aber trotzdem, ich möchte gerne wissen über Ihre Erfahrung. Na, vielen Dank, dass er mir hier sogar recht gibt. Das ist so auch noch nicht vorgekommen. Ich habe sie quasi dabei frisch erwischt, wie sie mich anlügt und sie sagt, sie hat Probleme mit ihrem Apparat. Und sag ihr, nee, ich dachte, weil der Mann da im Hintergrund so rumgepöbelt hat. Ja, und da habe ich dann wohl recht mit gehabt. Naja, das hat sie ja bestätigt. Ja, zeigt auf jeden Fall schon mal, in was für einem Unternehmen wir hier gelandet sind. Wenn da nebenan schon gleich, explodiert wird und Kunden angeschrien werden am Telefon. Ja, dann brauchen wir eigentlich gar nicht weiter darüber diskutieren, wo wir hier gelandet sind, aber wir geben dem Ganzen hier noch ein bisschen eine kleine Chance. Sie haben gesagt, dass Sie haben Erfahrung gehabt früher. Ja, ich möchte gar nicht wissen. Mehr oder weniger. Weniger. Hoffentlich diese kleine Erfahrung war gut für Sie, oder? Nö, eigentlich rufen wir jeden Tag so 20, 30 Betrüger an. Oh, was meinen Sie mit das? Na, Leute, die von mir 250 Euro wollen und dann soll ich da auf ein Krypto-Wallet Geld einzahlen und dann ruft man mich mit einer gespooften Rufnummer an, so wie eure okay, jetzt hier. Mein lieber Herr Erstmal, Sie müssen gar nichts hier machen, okay? Achso. Wir zwingen niemanden, aber wir arbeiten zusammen mit einer Plattform, das ist unter BaFin lizenziert und reguliert. Sie wissen ja schon über die BaFin, die Organisation. Ja, das erzählen dann auch immer alle. Diese Plattform hat 14 Lizenzen, okay? Ah ja, die Plattform hat 14 Lizenzen, ist ja wahnsinnig spannend. Naja, mir würde es schon reichen, wenn sie bei einer Firma oder bei einer Behörde reguliert und lizenziert werden. Ja, aber dieses Unternehmen hier ist einfach nirgendwo angemeldet und tut nur wieder so. Das haben wir ja hier in letzter Zeit nun auch schon öfters erlebt, dass die Firmen einfach nur so tun, als wären sie reguliert. Am Ende sind sie es dann aber irgendwie wohl doch nicht. Sie können das mit ihren eigenen Augen beweisen? Ja. Und nicht nur das, wir haben auch Kunden, die über 20 Jahre mit uns aktiv sind. Ich weiß, ich bin sehr sicher, Sie sind müde wegen die gleichen Anrufe. Aber wir sind nicht die gleiche wie die andere Firma. Nö, wir sind ja alle ein bisschen verschieden. Da hat jeder so das Skript ist vom Grundsatz, das ist ja immer das Gleiche, aber meistens kommt es dann aufs Gleiche drauf hinaus. Naja, es geht nur über Kryptos, es geht insgesamt eigentlich mit Online-Trading, okay? Also, Herr Stein. Also, Herr Stein, wie ich Ihnen gesagt habe, ich arbeite auch mit Spezialisten, dass Sie haben Studien über dieses Thema gehabt.
Naja, die haben also alle ein Studium. Naja, ich glaube eher wohl weniger. Maximal höchstens ein Studium oder einen Crashkurs, wie man ja deutsche Bürger am besten bescheißt. Ich meine, gut, das sind ja nicht nur deutsche Bürger, die sich hier bescheißen. Die rufen ja wahrscheinlich überall in Europa an oder wenn nicht sogar teilweise weltweit. Ja, man braucht halt nur jemanden, der die Sprache kann, ne? Oder beziehungsweise der die Sprache halbwegs gut ablesen kann. Auf Fragen geht man ja hier in der Regel sowieso nicht ein. Momentan, wir haben angefangen mit den Kunden, weil wir haben die Spezialisten im Büro frei. Okay? Diese kleine Erfahrung, es war eine schlechte für Sie, ich kann das bemerken. Und Sie haben das mit einem Broker gemacht, ja? Nee, nein, ich habe ja da gar nicht gehandelt. Es war ja immer vorher schon klar, dass das Betrug ist. Weil man erkennt ja, woran das Betrug ist. Aha. Okay, eigentlich nicht die alle sind gleich, weil wie ich Ihnen gesagt habe, Sie sind auch mit BaFin, Unternehmensdaten, Sie können das ja gerne. Das erzählen die anderen auch immer, aber ich kann ja mal auf der BaFin eure ID suchen, ja. Ich denke, das Ergebnis, was bei der Suche rauskommt, das könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Aber naja, die Lady macht's auf jeden Fall noch spannend. Alle sagen das. Ja, wie heißen die ID? Nein, mein lieber Herr, diejenige Plattform, das es ist unter die BaFin lizenziert und reguliert, ist die investing.eu. Das ist die einzige Plattform hier in Deutschland. Ja. Okay? Wie heißt denn jetzt die ID von euch bei der BaFin? Alles klar. 1015299. Das ist die BaFin-ID. Moment, 10152. 991. Keine Ergebnisse bei der BaFin. Nein, das ist unmöglich. 101. Unmöglich. 101, ja? Dann ja. 52. Mhm. 991. Genau. So, da gibt's keine, also das habe ich jetzt bei der Suche bei ID eingegeben und da kommt kein Ergebnis. Okay. Dann schreiben Sie so: investing.eu. Klicken Sie drauf über uns. Okay. Moment. Schreiben Sie A, investing. Ja, ich habe die Seite hier schon, ja, da war ich schon mal drauf. .eu. Aber euch ist die Telefonanlage ganz schlecht. Man hört da ganz viele Geräusche von den anderen und man hört es anklopfen in der Leitung. Ja, weil wie ich schon gesagt habe, wir haben diese Woche die Spezialisten frei im Büro, okay? Mhm. Mein lieber Herr, ich sag nicht, kommen Sie, investieren Sie oder machen Sie etwas. Ich sag auch nicht, Sie müssen mir vertrauen, okay? Überhaupt nicht, weil ich bemerke, dass Sie haben null Vertrauen über dieses Thema. Aber ich möchte Ihnen alles beweisen, was ich Ihnen bis jetzt gesagt habe, okay? Ja, aber haben Sie ja gerade nicht, weil letztendlich haben Sie mir jetzt nur bewiesen, dass Sie nicht bei der BaFin mit der Firma registriert sind. Nein, Sie haben das falsch gesucht oder was weiß nee, ich. Nee, nicht, also ich bin hier richtig auf portal.mvp.bafin.de. Dann klicken Sie über uns, okay? Ich bin mir sicher, ja, dass Sie sehr aber schlau, ein ID zu finden. Sie, wenn, ich habe mal noch was ganz anderes. Wenn man Ihre Telefonnummer hier auf der Webseite eingibt ins Telefon, ne? Also die Nummer, die da auf der Webseite draufsteht, die funktioniert gar nicht. Die existiert nicht, ist auch Betrug. Herr Stein, ja. Sagen Sie das noch einmal, Sie werden eine Anzeige von uns kriegen, okay? Ich gebe mir sehr viel Mühe für Sie. Ihr seid Betrüger, Betrüger, Abzocker, Betrüger, Schmarotzer, Diebstahl, ihr seid nichts anderes als Betrüger. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Ihr seid Betrüger. Tja, und das Gegenteil konnte sie mir hier auf jeden Fall nicht beweisen. Denn die Nummer, die sie mir gegeben hat, die existiert bei der BaFin nicht und bei denen auf der Webseite steht einfach mal überhaupt nichts zu irgendeiner Lizenzierung. Da steht zwar, dass das eine eingetragene Marke ist und irgendein Blabla, aber nichts von dem, was da bei denen auf der Webseite steht, kann man irgendwie solide nachprüfen. Dazu kommt noch die Rufnummer, die sie eben unter Kontakt haben, also eine Telefonnummer, wo man angeblich den Support erreichen kann. Ja, die funktioniert schlichtweg nicht und ist erfunden und ausgedacht. Ja, kein Anschluss unter dieser Nummer. Tja, sehr seriöses Unternehmen. Aber sie meinte ja, sie will mich von nichts überzeugen. Naja, auf jeden Fall hat sie es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass es definitiv Betrüger sind und nichts anderes. Ich meine, am Anfang hat das Gespräch ja schon super solide begonnen, indem im Hintergrund jemand vollkommen ausgerastet ist und sich daneben benommen hat.
Ja, das Ganze bestätigt sie dann auch noch und naja, und dann bestätigt sie eben auch noch mit den eigenen Worten, dass, also mit den Daten, die sie mir da sagt, dass sie alle gar nicht nachprüfbar sind und überhaupt nicht stimmen und das auch ausgedacht ist. Ja, also wunderbares Unternehmen, das man auf jeden Fall nicht vertrauen sollte. Denn hier wird auch gar nicht erst versucht, dass man euch vertraut oder umgekehrt, dass ihr denen vertraut. Ja, dann legt man halt einfach auf, statt irgendwas daraus zu machen. Und naja, noch viel besser, man sagt ja, ich werde eine Anzeige bekommen. Naja, auf die 100 anderen Anzeigen von den ganzen anderen Calls warte ich ja bis heute noch, wo man mir das ganz oft angedroht hat. Ja, im Grunde genommen, wenn ich das zum Unternehmen selbst sage, ihr seid doch Betrüger, dann ist das letztendlich meine Meinung und das kann man sowieso nicht anzeigen. Tja, macht euch hier in dem Fall, wie immer, auf jeden Fall eure eigene Meinung. Machen wir weiter mit dem zweiten Telefonat. Am I speaking to Klaus? Ja. This is Anna. I'm contacting you from Tesla App. How are you? Geht das auch auf Deutsch? Gestern habt ihr mich auf Deutsch mal gelabert. Okay, one minute, okay? Jo. 1 minute. Auch wieder absolut Wahnsinn. Ich registriere mich überall in der Sprache Deutsch, stelle die Webseiten auf Deutsch und gebe auch an, dass ich aus Deutschland komme. Genauso wie mit der Rufnummer, da wissen sie auch, dass es eine deutsche Vorwahl ist. Das muss man ja überall angeben. Ja, und nachdem ich nun überall mehrfach eigentlich bestätigt habe, dass ich deutscher Herkunft bin, ruft mich dann irgendein englischsprachiges Callcenter an. Immer wieder sehr interessant. Ist ja nicht das erste Mal, dass das hier passiert ist, dass dann auf einmal in einer anderen Sprache angerufen wird. Naja, ich frage mich, was sie sich dabei denken, denn, naja, der Großteil, zumindest der älteren Bürger, kann noch gar kein Englisch, weil das war schon immer so. Zumindest ist es in meiner Umgebung so, dass sehr, sehr viele ältere Leute kein Englisch sprechen können. Ja, also von daher weiß ich nicht, wie sie da Erfolg haben wollen. Zumindest minimieren sie sich ihren Erfolg damit drastisch. Weil, wie gesagt, so viele können ja dann doch kein Englisch. Es gibt zwar immer welche, die Englisch können, auch fließend und ohne Probleme und auch perfekt. Ja, die wollen sie denn hier auch erreichen. Allerdings bin ich der Meinung, dass gerade die, die dann eben auch fließend Englisch sprechen können, genug IQ haben, um eben auf sowas hier nicht reinzufallen. Zumindest hoffe ich das immer so. Ich meine, wie es dann am Ende ist, naja, die Zahlen aus dem Internet, wie oft man so beschissen wird in Deutschland, sprechen da ja leider was ganz anderes. Aber wer weiß auch, wer denn da anruft. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier an eine mehr oder weniger deutsch sprechende Mitarbeiterin durchgestellt. Auch ganz nett. Hallo? Ja? Guten Tag, hier war mein Apparat. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Es geht mir gut. Ich melde mich von der Firma Eurotrade über Onlinehandel. Wir haben eine Registration gemacht. Aha. Also, ich weiß nicht, haben Sie Erfahrung bevor in diesem Bereich? In Onlinehandel? Nö. Okay, sehr gut. Ist eine gute oder schlechte Erfahrung? Also hier fängt die Intelligenz ja schon wieder von vorne richtig super an. Sie fragt mich, wie es mir geht. Und ich sage, ja. Und sie sagt, ja, mir geht's gut. Aha, toll, habe ich gar nicht nachgefragt. Und genauso hier das nächste hier schon wieder. Sie fragt mich, ob ich Erfahrung in dem Bereich habe. Ich sage, nö. Und sie sagt, gut. Aha. Also ist das gut, dass ich da keine Erfahrung drin habe, beschissen zu werden, oder wie? Bist du doof? Okay. Also, wir sind eine andere Plattform, das die Möglichkeit bietet, mehr Geld zu verdienen. Sie wissen das. Und heute haben wir eine Promotion. Mhm. Das bedeutet, wenn Sie ein Konto mit unserer Firma aktivieren, sie bietet Ihnen einen Bonus. 50% Bonus. Das Minimum ist 250 Euro. Wissen Sie? Ja. Okay, alles klar. Also, wir bieten die Möglichkeit, dass Sie können alles testen für 2 Wochen. Ja, hattest du heute schon Stuhlgang? Nein, mal bitte? Hattest du heute schon Stuhlgang? Ja. Wie war die Konsistenz? Einmal wieder? Ja. Also, Herr Klaus, haben Sie schon ein Konto aktiviert? Nee. Ja, und das beweist im Grunde genommen eigentlich nur wieder ganz, ganz krass, dass die Mitarbeiterin eigentlich auch kein Wort Deutsch spricht und alles mehr oder weniger nur wieder komplett abliest. Da kann man die
unseriösesten Fragen stellen. Sie sagt dann einfach ja und macht weiter im Programm und geht gar nicht auf das ein, was ich ihr gesagt habe. Dass das überhaupt nicht zum Thema passt, hat sie scheinbar überhaupt nicht bemerkt. Naja. Nee, also müssen Sie probieren mit unserer Seite. Ich helfe Ihnen Schritt nach dem Schritt. Und Sie können, wie gesagt, bevor Sie haben 2 Wochen Zeit, alles zu testen. Wenn Sie zufrieden sind, wir können weitermachen. Wenn Sie nicht, Sie können Ihre Tür ziehen. Ja, aber wie, Sie dafür? Wie willst du mir denn helfen, wenn du komplett kackenblöd bist und kein Wort richtig Deutsch kannst, außer abzulesen? Wie soll das funktionieren? Ich bin nicht Deutscherin, ich entschuldige mich für meine Deutsch. Ja, das ist ganz furchtbar. Aber warum rufen die denn verdammt nochmal an, wenn die der Sprache überhaupt nicht mächtig sind? Ich meine, die erste hat mich doch schon durchgestellt und die zweite, die kann es ja auch überhaupt gar nicht. Also verstehe ich nicht, wie man so irgendwie jemanden verarschen will. Also manchmal frage ich mich wirklich, wie das gehen soll. Naja, aber es scheint halt trotzdem zu klappen. Ich meine, es gibt ja immer noch ein paar von den Dullis, die ein bisschen intelligenter sind. Die werden ja wahrscheinlich alles wieder rausreißen, ich weiß es nicht. Traurig ist das aber auf jeden Fall so oder so. Nochmal wieder? Ich sagte, das ist ganz furchtbar. Habt ihr da auch intelligente Menschen sitzen oder nur Kackbratzen, die dumm sind? Also, Sie möchten das Konto aktivieren oder nicht? Wenn Sie möchten, ich helfe Ihnen. Ja, aber ich habe das Gefühl, du kannst doch gar nicht helfen, weil du viel zu blöd dafür bist. Also, müssen Sie mit einem Bürger zu sprechen, damit Sie können mehr zu verstehen? Ja. Okay, 1 Minute. Da holt mir die Nicht-Deutsche eine Nicht-Deutsche. Toll. Hallo. Ja. Guten Tag, der Herr Zahler, ja? Klaus Zahler. Ja. So, dann haben wir jetzt tatsächlich in diesem ganz, ganz kurzen Gespräch bis jetzt ernsthaft schon die dritte Mitarbeiterin. Naja, ob das jetzt hier wirklich was werden soll, na, ich glaub's ja nicht. Klaus, mein Name ist Lena Houston. Ich bin Finanzberater an der Seite von Eurofade. Sie haben mit einer Kollegin von mir gesprochen, mit Eva. Ja, mit zwei, die waren beide irgendwie nicht ganz intelligent. Ja, eigentlich die sind. Also die Eva und Anna waren, ja? Ja, die konnten ja beide kein Wort Deutsch. Die Nichtdeutsche hat mich zur Nichtdeutschen weitergeleitet und jetzt habe ich eine, die wenigstens halbwegs ein bisschen Deutsch kann. Hört sich aber auch an wie Kakerlake. Okay. So, Klaus, um ehrlich zu sein, ich bin auch gar kein Deutscher, sondern ich bin Amerikaner, aber ich bin verheiratet mit einer Deutschen, so deswegen ich spreche, sagen wir, ich sage gut, aber das hängt davon ab, dir zu sagen, ob ich gut spreche oder nicht. Mhm. So, sag mir, Klaus, was hat dir hier gebracht? Das heißt Herr Thaler. Herr Thaler, okay. Ja. Was hat Ihnen hier gebracht? Weiß ich nicht, was mich dahin gebracht hat. Ihr habt mich ja angerufen. Okay, Sie sind schon über den Tesla-App wahrscheinlich interessiert. Ist das richtig? Kann sein, ja. Okay, und dann, Sie haben eine Anmeldung gemacht bei Eurofest, ja? Habe ich das, ja? Hallo? Ja, hallo? 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 Okay, jetzt kann ich Ihnen wieder weiterhören. Ja, was ist denn das für ein Krach im Hintergrund? Oh je, und ihr wollt mich um 250 Euro bescheißen, das ist aber echt armselig. Da müsst ihr mal ein bisschen üben. Ich habe keine Ahnung, was und ob sie überhaupt zum Schluss noch was verstanden hat, aber das war's dann auch mit dem Gespräch. Angerufen haben die hier nicht nochmal. Tja, ich weiß es auch nicht, wie die auf die Idee kommen, in Deutschland anzurufen, wenn das wirklich absolut sprachlich gar nicht funktioniert. Also, weiß ich nicht. Es ist schon wirklich Wahnsinn. Aber sowas ruft euch auf jeden Fall an. Und in dem Fall kann man hier tatsächlich glücklich sein, dass es solche Calls hintergibt, wenn man sich schon nicht los wird. Naja, dann möchte man halt solche Anrufe von denen da haben, weil die schaffen es hoffentlich nicht, jemanden zu bescheißen. Also bilde ich mir jetzt zumindest so ein. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video trotzdem wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Am besten mit Glocke. Dann gibt es auch immer eine Information, wenn ein neues Video da ist. Ansonsten findest du hier jetzt noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.